Der Grund, warum du das Leben nicht führst, was du eigentlich führen möchtest, wo du denkst, ja, das ist meine Bestimmung, da möchte ich hin, ist, weil du denkst, dass es peinlich ist, weil du denkst, dass du Angst hast, weil du denkst, es ist unangenehm und weil du vielleicht denkst, dass es komisch ist. Das ist der Grund, warum du dein Traumleben nicht führst. Das ist der Grund, warum sich die Dinge nicht verändern. Aber das Geheimnis ist, wenn du diesen Weg gehen würdest, wenn du diese Dinge tun würdest, vor denen du Angst hast, wo du denkst, das ist dir peinlich, wo du denkst, die Leute lachen mich aus, die Leute verurteilen mich, wenn ich das jetzt mache, da liegt dein größtes Potenzial. Das ist das, was Gott für dich möchte. Da geschieht das größte Wachstum. Gott möchte, dass du wächst. Und du kannst nicht wachsen, indem du in deiner Komfortzone bleibst, wo es so richtig schön kuschelig ist, wo es warm ist, wo es liebevoll ist, wo es sicher ist. Weißt du, das ist genau dieser Bereich, der dich festhält. Und das ist genau dieser Bereich, wo dich die Leute dann verurteilen, wenn du dann rausgehst. Wo du dann denkst, okay, wenn ich das jetzt mache, dann wird es peinlich werden. Die anderen werden lachen über mich, wenn ich das mache. Deswegen kann ich es einfach nicht machen. Deswegen behalte ich meine Wünsche für mich und meine Träume, die ich in mir habe. Das, was mir Gott auf mein Herzen gelegt hat, es ist einfach zu groß. Ich kann das einfach nicht machen. Aber ich sage dir, Gott hat bereits schon zu dir gesprochen. Gott spricht die ganze Zeit zu dir. Und du weißt das wahrscheinlich. Du weißt ganz genau, was deine Träume sind. Du weißt ganz genau, was du eigentlich machen möchtest. Weil das ist genau das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist genau das, wo dein größtes Potenzial ist. Weil der größte Fehler, den wir hier Menschen in Deutschland vielleicht machen, ist, dass wir nicht in Aktion gehen, dass wir zu klein denken, dass wir uns nicht trauen, dass uns alles peinlich ist, was wir machen, weil man soll das ja nicht so machen und alle anderen leben ja eigentlich anders. Das ist der Grund, warum du halt in diesem Bereich bleibst. Aber bevor ich dir gleich zeige, wie du da rauskommst und wie ich das geschafft habe, ich werde dir gleich mal meine Geschichte erzählen, wo ich meine größte Angst hatte und was mir so wirklich peinlich war. Aber bevor ich weitermache, falls du neu bist auf meinem Kanal, lass mir gerne ein Abo da, aktiviere das Glöckchen, weil ich werde im nächsten Video noch viel tiefer dort einsteigen. Also meine größte Angst war schon immer, vor Publikum zu stehen. Meine größte Angst war, vor Menschen zu sprechen. Und du wirst dich jetzt vielleicht wundern, weil du siehst, ja, ich bin ja auf YouTube, ich mache das schon seit 5 Jahren. Aber das war nicht immer so. Ja, ich inspiriere Millionen von Menschen jetzt. Aber damals war das ganz anders. Damals hatte ich große Angst davor. Ich habe zum Beispiel YouTube ein paar Mal gestartet. Als erstes hatte ich damals mal einen Vlog gemacht. Schade, dass ich den nicht mehr habe. Aber der war so cool eigentlich. Ich bin da durch Hamburg gegangen und so. Und heute würde ich es hochladen. Aber ich habe damals mich nicht getraut, das hochzuladen. Ich habe damals so gedacht, als ich mich so gesehen habe, oh Gott, so wie ich spreche, das ist mir so peinlich, das kann ich nicht hochladen. Ich konnte mich einfach nicht hören. Ich konnte mich einfach nicht so annehmen, wie ich bin. Ich konnte meine Stimme nicht annehmen, die Art und Weise, wie ich spreche, mein Hamburger Dialekt so. Es war mir einfach peinlich und ich habe mich einfach nicht getraut. Aber ich war damals schon sehr mit Gott verbunden und ich habe gebetet. Ich habe ein paar Versuche gebraucht, bin immer wieder hingefallen. Aber irgendwann bin ich dann nach San Francisco geflogen und Gott hat mir dann eine peruanische Freundin geschenkt. Damals war ich ja schon Autor und sie hat mich dort eingeführt auch. Und sie hat zu mir damals zum ersten Mal gesagt, Steffen, ich sehe in dir so viel Potenzial und du musst unbedingt YouTube machen. Du musst unbedingt deine Bücher auf YouTube bewerben. Und so habe ich damals angefangen. Ich habe sehr, sehr viele peinliche Videos gemacht. Ich habe einfach darauf losgesprochen. Hey Leute, grüßt euch. Ich bin's, euer Steffen. Und zwar, das Leben ist sehr unbeständig, meins sowieso. Aber eine Sache ist doch geblieben in meinem Leben, die ich doch regelmäßig verfolge. Und zwar ist es die Meditation. Ich war kreuz und quer so und ich habe ganz lange gebraucht, um immer besser zu werden. Und mir war das immer wieder peinlich. Ja, aber letztendlich kann ich doch stolz sein, weil ich wirklich so viel schon gemacht habe. Ich habe so viele Videos hochgeladen. Ja, das war meine größte Sorge damals. Was denken meine Eltern darüber? Was denken meine Freunde darüber? Meine alten Freunde zum Beispiel. Aber es ist scheißegal, weißt du? Also heute ist mir das scheißegal, ich lade alles hoch, weil ich einfach dazu stehe. Ich habe einfach auch durch diese Tätigkeit, weil ich das immer wieder gemacht habe, habe ich gelernt,
dank Gott, dass ich letztendlich so sein kann, wie ich bin. Und auch wenn mich andere Menschen nicht mögen, ist das eigentlich egal. Du musst dir einfach mal bewusst werden, es gibt immer Menschen, die das nicht mögen, was du machst. Die wird es immer geben. Und wenn du deinen Weg authentisch gehst, wenn du das machst, was du wirklich möchtest, dann werden immer Menschen sagen, nein, mach das nicht. Nein, das ist gefährlich. Nein, das ist doch komisch, was du machst. Nein, das passt nicht zu dir. Mach es nicht. Aber ich sag dir eins, mach es trotzdem. Und weißt du warum? Weil das dein persönlicher Weg ist. Weil das Gott in dein Herz gelegt hat. Und das liegt also bei dir auch. Und das ist dein Potenzial. Egal, was die Leute sagen, egal, ob es peinlich ist, dieses Peinlichsein, das ist einfach nur im Kopf. Du denkst, dass es peinlich ist. Aber den Leuten ist es doch irgendwo dann doch scheißegal. Weil die sagen zwar, mach es nicht, aber die Leute vergessen das sowieso in ein paar Minuten. In 10 Minuten haben die alles vergessen. Weißt du, es gibt auch so ein Experiment, wo sich Leute so in der Öffentlichkeit so richtig peinlich machen, so richtig Blödsinn machen, einfach blödes Zeug reden und so, weil die genau wissen und die trainieren das dann auch, dass die Leute, die so komisch gucken, dass sie das in 10 Minuten vergessen haben. Sie vergessen dich einfach. Du bist denen scheißegal. Ja, und was mir immer und immer geholfen hat, letztendlich, ist Gott. Das ist mein Glaube. Weil ich habe damals schon, habe ich schon gebetet. Und ich weiß, dass Gott mir damals schon geholfen hat. Manchmal war ich so in beruflichen Situationen drin, wo ich raus wollte, wo ich so gedacht habe, das kann es nicht sein, das ist nicht mein Leben. Ich will das nicht mehr. Ich fühle mich hier so eingeengt. Ich möchte eigentlich was anderes. Ich möchte eigentlich in die USA. Ich möchte dort meine Träume verwirklichen. Weil als ich 14 Jahre alt war, lag ich so auf meiner Couch zum Beispiel und ich habe davon geträumt, nach Kalifornien zu gehen. Da war ich 14. Das war so weit weg. Und stell dir vor, Gott hat auf magische Weise mein Leben so verändert, weil ich wusste selber nicht, wie ich da rauskomme, aber Gott hat es so verändert, dass ich so oft nach Kalifornien geflogen bin und für mich haben sich dort meine größten Träume letztendlich verwirklicht. She's getting ready for the story. Und ich kann dir sagen, das war nur möglich, weil Gott mir geholfen hat, auf übernatürliche Art und Weise. Und das macht er immer wieder. Und deswegen kann ich dir empfehlen, das ist mein bester Tipp jetzt für dich, dass du, wenn du dein Leben verändern möchtest, beziehe Gott immer mit ein. Egal, was du machst, egal, welchen Schritt du gehen möchtest, ob du ein neues Business aufbauen möchtest, ob du deine Traumfrau kennen möchtest, ob du dein Leben komplett verändern möchtest, beziehe immer Gott mit ein. Bete darum. Bete darum, dass Gott dir das ermöglicht. Das möchte ich für dich jetzt auftun. Ich möchte für dich einmal beten. Und zwar, Herr Jesus Christus, du bist unser Gott. Du bist der, der alles verändert. Du bist der, der die Welt geschaffen hat. Und du kennst diese Person vor mir ganz genau. Du weißt ganz genau, was ihre Sorgen und Nöte sind. Und du weißt aber auch ganz genau, wo diese Person hin möchte. Und deswegen bete ich dafür, Gott, dass du diese Person segnest, dass du ihr Leben übernatürlich segnest und dass du ihr auf übernatürliche Art und Weise hilfst, das Leben zu leben, was du für diese Person vorgesehen hast, Gott. Ich danke dir so sehr, dass du da so wirklich eingreifst, Gott, und dass du diese Person die Kraft gibst, das wirklich umzusetzen, was du wirklich vorhast für diese Person. Danke, Gott, dass du immer für uns da bist und dass du uns hilfst, deinen Weg zu gehen, Gott, dass du uns hilfst, das volle Potenzial, was du in uns hineingesetzt hast, als wir geboren worden sind, dass wir das entfalten können, Gott, und dass wir keine Widerstände mehr haben, dass wir diese Widerstände runterreißen, dass der Feind uns nicht davon abhalten kann, unser höchstes Potenzial zu leben. Ich danke dir, Gott, dass du das machst. Amen. Ja, mein Freund, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir dieses Video auch sehr gefallen. Schalt da unbedingt rein, das wird dir sehr, sehr helfen.